hinter dir. Einen verdammt guten Grund haben, hier bei diesem Mörder zu sein. Bitte senkt die Waffen, damit wir reden können. Ich habe den Beweis, dass ihr alle hintergangen worden seid. Keine Tricks, Kalia, oder ich töte euch auf der Stelle. Wie sieht denn dieser sogenannte Beweis aus? Ich habe Gallos Tagebuch. Ich glaube, ihr werdet seinen Inhalt als verstörend empfinden. Mal sehen. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht stimmen. Ich kenne Mercer schon so lang. Es ist wahr, Brynjolf. Jedes Wort. Mercer hat die Gilde seit Jahren bestohlen. Direkt unter eurer Nase. Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob sie die Wahrheit sagt. Delvin, ihr müsst die Schatzkammer öffnen. Wartet nur einen kurzen, gesegneten Moment, Bryn. Was steht okay. in diesem drin? Da steht, dass Mercer uns seit Jahren bestiehlt. Gallos kam ihm auf die Schliche, bevor man ihn ermordet hat. Wie konnte Mercer eine Schatzkammer öffnen, für die man zwei Schlüssel benötigt? Das ist unmöglich. Hat er sich den Weg freigehackt? Nee, Mercer ist einmal... Die besten Schlösser, die es für Geld zu kaufen gibt. Die kann man nicht aufbrechen. Mercer ist ein Profi im Schlossknacken. Nicht aufzubrechen. Wovon spricht sie da immer? Benutzt euren Schlüssel für die Schatzkammer, Delvin. Wir öffnen sie und finden die Wahrheit heraus. Ich bin mal gespannt. Ich hab's mit meinem Schlüssel versucht. Aber die Schatzkammer ist noch immer so fest verschlossen wie die Rezeptschatulle des Feinschmeckers. Probiert jetzt mal euren. Na komm. Bei den acht. Es ist weg. Alles ist weg. Kommt alle rein. So. Ich speichere das ab. Gold, die Edelsteine. Alles fort. Und werde offline gehen. Ich bringe ihn um. Vex, leg das weg. Sofort. Wir dürfen nicht den Kopf verlieren. Wir müssen uns beruhigen und konzentrieren. Tut, was er sagt, Vex. Das ist jetzt nicht gerade hilfreich. Schön. Wir machen es auf eure Art. Vorerst. Wie denn? Delvin, Vex, behaltet die zersplitterte Flasche im Auge. Wenn ihr Mercer seht, sagt es mir. Delvin, bitte sagt mir, dass es gute Neuigkeiten gibt. Wenn ich euch das sagte, würde ich lügen müssen. Wir haben seit Wochen nichts mehr zu essen. Unsere Klienten werden langsam wütend. Erzählt diesem armseligen Haufen, dass sie ihre Krüge hinstellen und an die Arbeit gehen sollen, wenn sie ihre Stellung behalten möchten. Mach ich. Fertig mit Quatschen? So, ich werde mich jetzt verabschieden. In der nächsten Folge werde ich mit Mercer quatschen. Und wir sehen uns dann. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Also mir macht es garantierlich viel Spaß. Ich weiß nicht, wann ich aufhören werde. Aber irgendwann wird es soweit sein, wenn ich keine Lust mehr habe. Aber der Zeitpunkt wird noch sehr weit hinten sein. Bis dahin. Bye, bye. Hallo und... Ja, da bin ich wieder. Bevor ihr bei der Suche nach Brynjolf helft, muss ich wissen, was ihr von Kalia erfahren habt. Alles. Stimmt, ich soll ja mit dem quatschen. So, Mercer. Das habe ich befürchtet. Dem letzten Eintrag in Gallos Tagebuch nachzuurteilen, war er kurz davor, Mercers Aktionen aufzudecken. Sonst noch etwas? Ja, bestimmt. Was? Nachtigallen? Ich dachte immer, das sei nur ein Märchen. Eine Möglichkeit, den Gildennachwuchs auf Linie zu bringen. Hat sie euch sonst noch etwas erzählt? Ja, ich bin halt sehr gesprächig. Sie wollte Mercer vor Maven schlecht machen, was? Gerissen. Gab es sonst noch was? Nein, das war's. Dann habe ich eine wichtige Aufgabe für euch. Schon wieder? Ihr müsst in Mercers Haus einbrechen und nach Hinweisen über seinen Aufenthaltsort suchen. Na toll, er besitzt ein Haus? Ja, ein Geschenk des Schwarzdorn-Clans, nachdem sie die vorherigen Besitzer rausgeworfen hatten. Es heißt Gut Riftwald. Okay. Er ist nie da und zahlt eigentlich nur Instandhaltungskosten. Ein Typ namens Wald bewacht das Haus. Ich kümmere mich drum. Seid vorsichtig, Mädchen.
Das ist wirklich der letzte Ort in Himmelsrand, an den ich euch schicken möchte. Findet einen Weg hinein, holt die Informationen und verschwindet wieder. Ihr dürft jeden erledigen, der euch im Weg steht. Dankeschön, darauf warte ich schon. Seid in Mercers Haus vorsichtig. Niemanden mehr an diesen wahnsinnigen Verlierer. Ich liebe es, die Leute zu killen. Ja, wo muss ich denn lang? Hallo, Karia. Da lang? Ich gehe trotzdem da lang, ich weiß es nicht. Die zersplitterte Flasche. So sieht das gar nicht ehrlich gesagt aus. Gut, ich könnte gleich mal zur Flasche greifen. Ein bisschen Marzipanlikör würde gut tun. Okay, wollen wir mal loslegen hier. Also das macht ja richtig Spaß. Also. Ja. Ab geht die Party zum Rattenweg. Die Ratte ist leider nicht zu Hause. Die versteckt sich von mir. Nachdem sie mich umgebracht hat. Gut. Das ist aber wirklich so eine Art Rattenweg. Kanalisation. Da lang. Ach, immer die Fallen. Ich bin auch der Meister in Reinlaufen, ehrlich gesagt. Zumindest finde ich auch mal auf dem ersten Weg den Ausgang. Normalerweise verlaufe ich mich hier immer. Lieber nicht. Wo ist denn jetzt? Da lang. Mal Pop hier. Die liegen immer noch da. Müssten die schon langsam verbesen. Wüftern. So, ab geht es. Heute war ein angenehmer Tag. Ich war heute mal nicht arbeiten. Ich musste mir einen Klienten nicht antun, wo ich dann aus der Tür rauskomme, um einen Beschwerdeanruf von mir zu bekommen. Ey, passt auf, wenn ihr eine Betreuung seid, wen ihr betreut. Es kann sein, dass es echt ein Ekelpaket sein könnte. Ihr könnt 100 super Klienten haben, die ihr betreut. Einer kann euch die ganze Suppe verderben. Seit Wochen muss ich mich mit so einer Dreckskeule rumplagen als Klienten. Sowas sage ich in der Regel nicht. Aber ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Das ist einer, wo ich mir sage, das ist das Haus. Und das ist ein Expertenschloss. Na toll. Es gibt Klienten, die möchte man dann liegen in die Tonne treten. Dann macht und tut man, denen hilft man. Die trägt man auf Händen, damit die dann einen quasi permanent anscheißen. Nur weil sie eben... Da gibt es keinen Zweifel. Sagen wir so, bei denen ist es so, ich habe keine Mötze, ich habe keine Mumu. Deswegen bin ich gleich unbeliebt. Es ist egal, was ich mache. Dem bin ich jetzt endgültig los. Da feiere ich sowas mit drauf. Dass ich jetzt so eine Pestbeule los bin. Schlüssel erforderlich. Deswegen bin ich auch gerade so gut gelaunt. Einen Tag diesen Klienten nicht gehabt. Ja, das macht Spaß. Gut, ich komme hier nirgendwo rein. Das Problem ist, das ist ein Expertenschloss. Und ich krieg das Expertenschloss ehrlich gesagt nicht auf. Ich musste irgendwie rein. Das ist Mercer Frank. Keine Besucher. Auf keinen Fall. Und jetzt verschwindet, bevor ich wütend werde. Ihr habt nicht genug Geld, um meine Probleme zu lösen. Wo bist du das? Ihr könnt Maven Schwarzdorn überreden, mir meine Schulden zu erlassen. Wenn ihr versucht, auch nur einen Fuß auf diesen Hof zu setzen, schneide ich ihn euch ab. Ich schneide dir was anderes ab. Mörser benötigt dringend eure Hilfe. Mal ehrlich, so dumm bin ich auch nicht. So, muss ich immer noch da rein? Gut.